Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Something about the way you dress me. Hey und willkommen zu einem neuen Vlog. Wie man eventuell unschwer erkennen kann, liegen hier ein paar Sachen vor mir. Wir kommen nämlich gerade eben vom Einkaufen. Wir sind aber schon ein bisschen länger zu Hause. Ich kam nur noch nicht dazu, den Vlog zu beginnen und den Foodhaul zu machen, weil wir noch mit Jakobs Eltern und seinem Bruder telefoniert haben, beziehungsweise Jakob ist immer noch dran und macht Videotipp mit seiner Mama und seinem Papa. Wir haben nämlich da noch was wegen Handys geklärt und so, weil von denen der Vertrag bald ausläuft und da habe ich da mal eben geholfen. Und jetzt bin ich aber schon mal rübergegangen, damit die Sachen endlich in den Kühlschrank kommen und ich euch den Foodhaul zeigen kann. Heute war das Einkaufen mal gar nicht so schlimm wie die letzten Wochen, also ich muss sagen, es geht wirklich. Geht auf jeden Fall schlimmer. Wir waren bei Kaufland. Wir haben diese Woche mehr bezahlt und zwar ungefähr 50 Euro. Wir haben nämlich ein paar Sachen geholt, die leer gegangen sind. Und das waren irgendwie so ein paar Sachen, die dann plötzlich auf einmal leer gehen. Wie immer, kennt man ja. Und wir haben auch noch ein bisschen Fleisch für die Truhe geholt und so. Deswegen ist es diese Woche ein bisschen mehr geworden. Wir haben einmal einen neuen Sack Kartoffeln gekauft. Wir haben nämlich keine mehr. Kann ich direkt mal hier reinpacken. Dann haben wir zweimal Blumen gekauft und ich habe diese wunderschönen Blumen bei Kaufland gesehen. Das sind Chrysanthemen und dann habe ich hier noch einmal diese Geranien. Sind das Geranien? Germini? Keine Ahnung. Gekauft in Pink und ich dachte mir, wenn ich die so zusammenstecke, dann sieht das bestimmt wunderschön aus. Dann haben wir einmal neue Bananen gekauft. Jakob hatte wieder Bock auf Bananen. Dann haben wir einmal Erdbeeren. Die waren bei Kaufland zwar nicht im Angebot, die sahen aber total gut aus. Deswegen haben wir mal eine Packung wieder mitgenommen. Spüli ist leer gegangen. Deswegen haben wir hier einmal Spülmittel mitgenommen. Und zwar in Mandelblüte. Das mag ich super gerne. Dann einmal neues Rapsöl. Das ist nämlich auch leer gegangen. Fürs Essen diese Woche haben wir einmal Champignons mitgenommen. Und zwar so eine 400 Gramm Packung. Dann ist eine neue Gurke mitgekommen. Natürlich auch neue Tomaten. Und da hat Jakob sich diese Mini Roma Rispentomaten ausgesucht. Der mag ja total gerne, wenn die noch dieses Grüne dabei haben. Genauso wie Lauchzwiebeln haben wir einmal wieder mitgenommen. Jakob hatte da voll Bock drauf. Eine neue Margarine natürlich. Wir haben einmal Toastbrot, wie jede Woche. Und Jakob hat sich diese Woche auch mal ein Brot ausgesucht. Der hatte auch mal wieder Bock auf so ein Körnerbrot. Und da hat er sich hier dieses Vitalbrot ausgesucht. Für mich ist natürlich wieder mein Schinkenbrot mitgekommen. Ich habe gesehen, das kostet jetzt sogar weniger als sonst. Also besser für mich. Dann ist ein großer Joghurt mitgekommen in 1,5% Fett. Den wollte ich diese Woche benutzen, unter anderem zum Backen. Ich habe nämlich so ein Rezept gesehen, das fand ich super interessant und da brauche ich Joghurt für. Jakob hat sich einmal Frischkäse mitgenommen, den normalen. Ich mag den normalen nicht so gerne, ich esse lieber den mit Kräutern. Dann kann man an unserem Einkauf schon erkennen, dass wir diese Woche grillen. Das verrate ich schon mal, aber den Essensplan, den lese ich euch natürlich nachher auch noch vor. Dafür haben wir zweimal Kräuterbaguette mitgenommen. Bei dem Kaufland, wo wir waren, wir sind nämlich zu einem anderen gefahren, gab es diesen türkischen Laden, also diese Abteilung, wo man diese Pasten und sowas kaufen kann. Und ich liebe das. Also wenn man mich mit Essen glücklich machen will, dann sind es wirklich diese türkischen Pasten. Die sind so lecker. Da habe ich mir zwei verschiedene mitgenommen. Ich glaube, das war einmal Duisburger Paste und einmal die Schwiegermutterpaste. Beides in Rot. Ich mag das ja mit so Paprika, Tomaten und so. Super lecker. Ist auch fürs Grillen. Dann haben wir zwei neue Salatkräuter mitgenommen. Einmal Dill und einmal Paprika. Mozzarella war bei Kaufland im Angebot. Aber da war nur noch der Light da. Ist für mich persönlich jetzt gar nicht schlimm. Für Jakob jetzt auch nicht. Deswegen haben wir einen Mozzarella mitgenommen. Ich habe mir für zwischendurch zwei von diesen Mini-Beefy-Salami-Dinger mitgenommen. Die mag ich ja ab und zu ganz gerne. Genauso wie für abends haben wir mal Erdnüsse mitgenommen. Da haben wir in der Tüte die im Pikant mitgenommen. Die waren im Angebot. Und ich denke, die sind ganz lecker. Dann haben wir zum Grillen einmal Nürnberger Rostbratwürste mitgenommen. Die sind für zwei Tage, weil wir wollen nämlich auch zwei Tage grillen. Jakob hat sich einmal Knoblauch mitgenommen und zwar aus dem Glas in Knoblauch in Kräutermarinade, so ist ja schon Knoblauch. Wir haben auch noch neuen Käse gebraucht und zwar haben wir hier von Full Epi den genommen in diesem Zweierpack, also einmal Charakter und einmal Klassik. Der war auch im Angebot. So, die erste Tasche ist leer. Ich wollte Feta haben. Es gab leider im Kaufland keinen Feta mehr. Da habe ich mir einfach den hier mitgenommen. Den habe ich durch Zufall gesehen, wo ich schon weitergehen wollte.
Und zwar einen Hirtenkäse-Snack mit sonnengetrockneten Tomaten und Öl und Kräutern verfeinert. Sieht ganz lecker aus, ist eigentlich genauso wie der aus dem Glas, aber den gab es leider auch nicht. Deswegen ist der einmal mitgekommen, den wollte ich nämlich fürs Grillen haben. Ich finde das total lecker, wenn so Feta dabei ist. Für ein Gericht, ich glaube, das machen wir sogar heute, ist einmal ein bisschen Parmesan mitgekommen. Das wollte Jakob haben. Fürs Grillen ist einmal hier Fleisch mitgekommen. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Da ist nämlich so ein 50% Aufkleber drüber. Schweinenackensteak in Senfmarinade für Grill und Pfanne. War 50% reduziert und haben wir dann fürs Grillen mitgenommen. Sieht auf jeden Fall super lecker aus. Dann ist auch nochmal saure Bohnen mitgekommen. Das machen wir auch diese Woche. Ich habe da so Bock wieder drauf. Ich habe zwei Sachen zum Einfrieren mitgenommen. Einmal Salami und einmal Hähnchenkochschinken. Der war auch 20% reduziert und das wandert gleich direkt in die Gefriertruhe. Denn die Salami, die war im Angebot und da habe ich die schon mal mitgenommen. Dann haben wir noch einen Käse mitgenommen. Irgendwie haben wir diese Woche super viel so Markenkram mitgenommen. Ist mir eben auch schon aufgefallen. Aber es war so viel im Angebot, da muss man dann auch mal zuschlagen. Vielleicht ist es deswegen auch ein bisschen teurer geworden, plus die Sachen, die man nachkaufen musste. Ja gut, kann ja mal passieren, auch bei uns. Einmal von Landliebe, der Landkäse in sanft aromatisch. Sah super lecker aus und wenn das im Angebot ist, dann probiere ich diese Sachen super gerne aus. Ich habe endlich meine Bärchenwurst nochmal gekauft. Ich liebe so Bärchenwurst und Gesichtswurst. Das sieht immer so süß aus und ich mag das voll gerne. Und die war jetzt 20% reduziert. Da konnte ich natürlich nicht dran vorbeigehen, ne? Einmal Hackfleisch für diese Woche zum Kochen. Wir wollen ja ab und zu auch mal so ein bisschen Abwechslung und dann auch von der Theke Wurst holen. Und diese Woche waren wir auf jeden Fall viel günstiger bei Kaufland an der Theke im Vergleich zum Edeka. Finde ich schon erschreckend und wir haben eigentlich, gut natürlich jetzt nicht die gleichen Fleischsachen, aber von der Menge her eigentlich genau das gleiche. Wir haben auf jeden Fall einmal Zwiebelwurst geholt. Jakob hat sich Schinkenspeck und Kaiserfleisch ausgesucht und ich habe nochmal Mortadella mitgenommen. Genau. Wie eben schon erwähnt, wollen wir diese Woche grillen und wir hatten erst überlegt, Salate und so selber zu machen. Haben uns aber doch dann zu entschieden, mal fertige zu kaufen. Ich mache ja sonst immer alles selber, aber jetzt tun es dann auch mal die fertigen. Und hier von dieser Let's Barbecue Marke von Kaufland sind die Sachen wirklich super lecker. Also das kann man dann auch mal eingepackt holen, obwohl ich sonst eigentlich wirklich nicht der Fan davon bin. Aber ja, wie gesagt, für einmal geht das. Jakob hat sich hier einen Kartoffelsalat in Steakhouse Art mit Creme Fraiche ausgesucht. Sieht auf jeden Fall super lecker aus. Und als zweites haben wir dann noch hier den Nudelsalat in South Carolina mit Paprika und Tomaten. Sieht auf jeden Fall auch super lecker aus. Da bin ich gespannt, wie die schmecken. Als Aufstrich hat Jakob sich einmal Fleischsalat mitgebracht. Und wie eben auch schon erwähnt, haben wir noch ein bisschen Fleisch mitgenommen für die Gefriertruhe. Das war nämlich runtergesetzt und zwar um 50%. Und zwar einmal Puten-Mini-Steaks und einmal Hähnchenbrust-Innenfilet. Bei Kaufland hatten wir leider ein kleines Milchproblem, denn fast die komplette Milch war ausverkauft. Wir haben nur noch eine von dieser Vollmilch bekommen in 3,5% Fett. Die hat Jakob sich jetzt mitgebracht. Die trinkt er dann auch, wenn es sein muss. Und ich habe durch Zufall, auch wo wir gerade fast gehen wollten, die von Landliebe entdeckt. Das ist in 1,5% Fett. Und die war auf 88 Cent reduziert. Und dann habe ich mir die hier mitgenommen, weil 3,5 und so, das ist mir zu viel. Ich habe einmal Zucker nachgekauft. Da habe ich leider auch nur den teuren bekommen, weil kein Zucker mehr da war. Und bei Kaufland war Pfanner im Angebot. Die hatten da irgendwie so eine Aktion, dass alle Pfanner-Produkte 30%, glaube ich, reduziert waren. Da habe ich mir einmal Zitrone und einmal Pfirsicheis hier mitgenommen. Yes, das war unser ein bisschen teurer Einkauf als sonst diese Woche. Heute gibt es Pasta mit Frischkäsesoße. Dafür wollte Jakob den Parmesan haben und die Champignons haben wir dafür mitgenommen. Morgen gibt es dann Kartoffel mit Hackbällchen und Kohlrabi-Möhrengemüse. Mittwoch und Donnerstag grillen wir. Ich freue mich. Ich habe so Bock auf Grillen. Ich mache dann auch ein bisschen Kräuterbutter und ich denke, das wird lecker. Freitag machen wir dann Reisauflauf für Jakob. Ich werde mir dann einfach ein paar Nudeln machen oder halt noch ein paar Reste essen. Aber Jakob hatte da Lust drauf. Ich hatte das Rezept irgendwann mal gesehen für diesen Reisauflauf. Und ja, dann werden wir das machen. Samstag essen wir einfach ganz schlicht und einfach Ravioli. Und Sonntag machen wir dann saure Bohnen. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall diese Woche. Aber ich freue mich echt richtig doll aufs Grillen. Das Wetter lässt es ja im Moment zu und zu zweit können wir da auf jeden Fall ja, auch Spaß haben und eine kleine Grillsession machen, würde ich mal so sagen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Ich habe den Einkauf jetzt weggeräumt und habe jetzt gerade meine Blumen angeschnitten.
Das sieht so schön aus. Oh mein Gott, ich wünschte, die hätten diese bunten Blumen jede Woche. Das sieht so toll aus. Oh mein Gott, schaut mal, wie toll das aussieht. Ich habe eben sogar Jakob gefragt, wie die diese blauen Blumen hinkriegen, weil das ist ja keine normale Chrysanthemenblüte. Falls jemand irgendwie über Blumen Bescheid weiß, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da würde ich mich echt drüber freuen, da so ein bisschen mehr drüber zu wissen. Sieht jetzt auch wieder viel schöner und freundlicher aus, wenn da wieder frische Blumen auf dem Tisch stehen. Ich mag das total. Jakob ist jetzt schnell runtergegangen und friert das Fleisch und die Wurst ein, denn wir haben hier oben leider keinen Platz mehr. Und dann müssen wir das ja runterbringen. Ich habe mir heute auch wieder diese Frisur gemacht, wo ich diesen Zopf hier oben gemacht habe. Mir hatten ganz viele geschrieben, dass mir das total gut steht bei dem Video über die Dinge, die ich niemals machen würde. Nochmal Dankeschön für die ganzen Komplimente, die ihr mir gemacht habt. Ich finde das immer total süß, wenn ich sowas lese. Und ja, total schön. Habe mir die Frisur heute auf jeden Fall nochmal gemacht. Ich fand das irgendwie schön. Ich war nämlich heute Morgen duschen, habe Haare frisch gewaschen. Und ja, ich habe ja dann immer diese Naturlocken oder Naturwellen. Und habe mir gedacht, dann mache ich die mal ein bisschen auf. Aber ich wollte sie nicht ganz auflassen, weil mich nervt das ja, wenn die die ganze Zeit im Gesicht hängen. Hello. Hello. Hi. Ich habe, wie gesagt, ja alles weggeräumt. Ich habe mir so eine kleine Mini-Salami eben genommen und schön in die Paste gedippt und habe das gegessen. Boah, ich liebe das. Ne? Ich habe eben schon beim Futol gesagt, wenn man mich mit irgendwas so richtig glücklich machen kann, was Essen angeht, dann sind das diese türkischen Pasten, diese richtig schön frischen vom Türken. Oh, ich liebe das. Oh, das schmeckt einfach so gut. Und wenn man es selber macht, schmeckt das nie so gut, wie wenn du die dann beim Türken holst. Das können die so gut und ich liebe diese türkischen Sachen zum Essen. Oh, lecker. So, liebe Leute, jetzt kommen wir auch schon zu den ersten Vorbereitungen für das Essen, denn ich weiß, denke, Jesse hat eben erwähnt, dass wir, was wir heute kochen werden. Und dann habe ich mir heute mal überlegt, was richtig, richtig cool ist, ich werde heute mal selbstgemachte Pasta machen. So simpel, simpler kann es eigentlich gar nicht mehr sein. Und zwar braucht man 100 Gramm Mehl und ein Ei. Und das rechnet man halt hoch, so viel wie man haben möchte. Ich mache zum Beispiel jetzt 200 Gramm Mehl und zwei Eier. Wenn man 500 Gramm Mehl hat, braucht man 5 Eier. Das ist ein recht sehr simples Rezept. Und das werden wir jetzt einmal zusammenkneten. Den ganzen Teig kneten wir jetzt so lange, bis der halt so eine schöne, ja, glatte Struktur hat und er sich auch so elastisch anfühlt. Also wenn man ihn, wie soll man das sagen, halt wie sich so ein Teig elastisch anfühlt. Und ja, dann ist er auch schon gleich fertig. 30 Minuten im Kühlschrank ruhen und danach können wir ihn weiterverarbeiten. So 2 bis 4 mm dick, so hätte ich jetzt gesagt. Das ist so das Übliche. Und dann ja, kann man natürlich, wenn man begabt ist, eine eigene Nudelsorte kreieren. Oder es gibt auch so Nudelförmchen, also so Ausstechdinger. Ich werde ganz einfach Tagliatelle machen. Und dazu nehmen wir uns den Teig und klappen den einmal ein bisschen zusammen. So, dann nehmen wir uns eine Schneideunterlage und legen den Teig da drauf.
Das ist ein scharfes Messer und dann in so, ja, je nachdem wie dick man die haben möchte, schneidet man das einfach so runter. So schaut das Ganze hier aus und zack. Schön auseinander. Stepping out, it's Friday night. How I'm longing for this day. Yes, I'm single, oh, we want to mingle. And my friends are on the way. You got that good, good vibe. I want to spend some time back here with you. Oh, whoa. I got that good old times. You want to spend some time back here with me. Oh, whoa. And time after time, I am wondering who is she to me. I'm gonna tell you right now. Nicht lange, die brauchen ja nur so, wenn die so frisch gemacht sind, so höchstens 3-4 Minuten. Okay, ich muss gestehen, die sind ein bisschen dick geworden. Also ich hätte die noch ein bisschen dünner ausrollen können. Ich mache da jetzt noch einen klitzekleinen Spritzer Essig rein, weil ich finde, also wenn so ein Gericht so wirklich hundertprozentig stimmig sein soll, dann muss auch immer die nötige Süße, dagegen auch die nötige Säure ein bisschen da drin sein. Und natürlich kann man auch ein bisschen Zitronensaft nehmen, das macht die ganze Sache ein bisschen frischer. Also die ganze Sache dann ein bisschen frischer als Essig. Aber der sorgt jetzt gerade ein wenig für diesen kleinen Kick. So, ich habe die Nudeln einmal abgeschüttet und die kommen direkt in die Soße. Dann schwenken wir das Ganze mal ein bisschen durch. Oh, liebe Freunde, das sieht so hervorragend aus. So, und dann würde ich auch schon sagen, begeben wir uns ans Anrichten. So, liebe Freunde, das ist einmal das fertige Gericht und ich finde, das sieht echt verdammt gut aus. Da muss ich mich ausnahmsweise mal selber loben. Ich lasse mir das jetzt auf jeden Fall schmecken und ich hoffe, es schmeckt so gut, wie es aussieht. You gotta listen up, there's not a thing that I can get. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need. All I ever need is here with you. This place where we can go, where it's all shining. Get enough. Don't ever let me be away from you.
Nicht wundern, wir haben den nächsten Tag. Ihr habt gerade schon gesehen, dass ich noch ein bisschen Haushalt gemacht habe. Ich habe das Bett gemacht und ein kleines bisschen Wäsche. Sonst ist eigentlich nicht wirklich viel zu tun. Und ja, dann wollte ich gerade noch schnell mit dieser Szene den Vlog beenden. Ich habe es gestern irgendwie gar nicht mehr auf die Kette gekriegt, noch weiter zu filmen oder den Vlog zu beenden. Es war irgendwie nicht so wirklich mein Tag, habe ich das Gefühl. Mir ging es irgendwie auch nicht so gut und ja, kam irgendwie so ein bisschen alles zusammen. Und das hat den Tag dann ein kleines bisschen anders verlaufen lassen, als wir eigentlich gedacht haben. Und deswegen habe ich die Kamera dann einfach ausgelassen. Aber so einen schlechten Tag, den hat man halt mal. Und deswegen dachte ich mir, filme ich das noch ein kleines bisschen mit. Und möchte dann noch gerne eine Szene machen, wo ich dann einfach sage, was los war und den Vlog dann ganz normal beende. Wenn ich diese Szene hier jetzt gedreht habe, werde ich direkt einen neuen Vlog anfangen. Wir haben jetzt kurz vor 2. Jakob ist gerade eben zur Arbeit gefahren und ich werde jetzt den Vlog schneiden. Und dann würde ich sagen, auch wenn nicht so viel passiert ist, hoffe ich natürlich, dass der Vlog euch gefallen hat. Und ja, wenn ich jetzt weiter vlogge, hoffe ich, dass ein bisschen mehr passiert und ja, dass der Tag einfach ein bisschen besser verläuft, sage ich jetzt mal so. Lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich natürlich wie immer sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns direkt beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich. Tschüss!